Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal ein Kühlaggregat und ein Kühlaggregat mit einem Schwingverdichter. Das ist hier der Querschnitt durch den Schwingverdichter. Der Schwingverdichter wird heute nur noch von Engel eingesetzt. Das ist 70-jährige Technik. Und hier ist ein Kühlaggregat mit Schwingverdichter. Und dieses Kühlaggregat ist zwar ein Monhardt, mein Vater oder ich, Peter Monhardt. Es steht schon WEMO Geräte und Kältetechnik. Und hier steht WEMO Vario. Und das Baujahr dieses Kühlaggregates ist 1981. Also die WEMO hat früher Schwingverdichter verbaut. Kühlaggregat mit Schwingverdichter. Diese Schwingverdichter kamen aber nicht von Engel, sondern von Fichtel und Zachs. Schweinfurt, ne Maschinenbaubetrieb. Und die haben in Lizenz von Heinrich Dölzer Stuttgart diese Schwingverdichter verbaut. WEMO hat dann diese Schwingverdichter zu Kühlaggregaten verbaut. Dieses Kühlaggregat ist jetzt aber defekt. Gut, nach 40 Jahren Laufzeit spricht eigentlich nichts dagegen. Der Schwingverdichter ist einfach gut. Der Schwingverdichter hier drin läuft noch. Nur die Elektronik, die wir keine Ersatzteile mehr haben, hat den Geist aufgegeben. Ja, das ist ein Standard-Kühlaggregat. Heute gibt es dann andere Kühlaggregate. Der Kunde hat sich einen Flachverdampfer gekauft. Verlinke ich euch das Video hier. Und mehr gibt es eigentlich zu diesem Schwingverdichter oder Kühlaggregat nicht zu sagen. Man sieht vielleicht mehr. Hier drin sieht man auch nochmal das WEMO-Logo. Dann hier hinten haben wir einen Netzanschluss. Wir haben die Batterieanschlüsse. Und wir haben hier drin den Schwingverdichter. Obendrauf sitzt ein kleiner Ventilator und einfach ein Standard-O-Verdampfer, also ein Rundumverdampfer, der dann als Kühlfach genutzt wurde. Und hier hinten liegt noch der Thermostat. Eben hier das Video von diesem Kühlaggregat und ich wünsche euch einen schönen Tag.